England ist ein reiches, zivilisiertes, kultiviertes Land. Handel und Gewerbe haben gerade wieder in letzter Zeit einen gewaltigen Aufschwung genommen. Dank der weisen Führung unseres erlauchten Herrschergeschlechtes, Prinzessin. Prinzessin? Victoria! Dank der weisen Führung. Dank der weisen Führung unseres erlauchten Herrscherhauses kennt das Volk keine Armut, keine Not und keinen Hunger. Darum hängt es auch mit Liebe und Treue an seiner angestammten Dynastie. Der Tee ist serviert. Morgen sprechen wir dann über die wirtschaftliche Lage in den Kolonien. Victoria! Mama, ich habe nur so ein ganz kleines Stückchen gehabt. Das genügt doch. Königliche Hoheit, das ist der Lieblingskuchen der Prinzessin. Das ist mir bekannt, Baroni. Aber es ist kein Grund, maßlos zu sein. Herr Taglione, zur Anmutslehre wartet im Musikzimmer. Ich kann diese Baronin Lezen nicht ausstehen. Und gerade sie ist die Vertraute der Prinzessin. Leider. Aber sie wird es nicht lange mehr bleiben. Nein, die Bewegung hat noch keinen Fluss, keine Grazie. Bitte noch einmal. Schauen Sie bitte hier, ja? Geben Sie mal Acht. Ich muss bloß unnatürlich sein, dann ist er schon zufrieden. Exzellent! Exquisit! Seine Majestät, der König der Belgier. Mein Bruder? Abend, liebe Schwester. Du bist in England? Ich habe dir soeben einen Brief geschrieben. Ich komme aus Windsor. Der König liegt im Sterben. Nein. Ich möchte dich deshalb fragen, liebe Schwester, ob Victoria schon weiß... Nein, 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 nichts weiß sie. Wir haben doch auch keine Ahnung gehabt. Ob sie schon weiß, dass sie Königin wird, wenn Wilhelm IV. Das Zeitliche segnet. Ach so, nein, auch das weiß sie nicht. Ich habe es bis jetzt streng vor ihr geheim halten lassen. Ich wollte doch, dass sie ihr kindliches Gemüt bewahre bis zum letzten Moment. Aber ich werde es natürlich gleich... Nein, es wäre höchst gefährlich, ein kindliches Gemüt so überstürzt mit einer derartigen Nachricht zu attackieren. Das Bewusstsein, Englands künftige Königin zu sein, muss langsam und behutsam in ihr geweckt werden. Ich möchte Ihre Erzieherin, die Baronin Lezen, sprechen. Was? Die soll es ihr sagen? Ich denke, das wäre doch wohl einzig und allein Sache der Mutter. Ich bin ganz deiner Meinung, liebe Schwester. Trotzdem könnte die Baronin ein wenig vorbereitend wirken. Ich möchte sie dahingehend instruieren. Du weißt, lieber Bruder, es geschieht immer nur das, was du hörst. Man verständige die Baronin Lezen. Jawohl, Königliche Hoheit. Und Sir John Conroy soll ebenfalls zu mir kommen. Nun, Prinzessin, reichen Sie mir einmal die Hand zum Kuss. Langsam, mit gestreckten Armen. So. So. Bitte. So ist es schön. Bitte nochmals. Wohin denn, Baronin? Ich komme gleich zurück, Prinzessin. Herein. Sir John Conroy. Ja? Die Herzogin lässt Sie um eine wichtige Unterredung bitten. Ist etwas geschehen? Ich hoffe, Euer Majestät, dass ich die richtigen Worte finden werde. Davon bin ich überzeugt, liebe Baronin. Ich würde Ihnen vorschlagen, vielleicht gelegentlich des heutigen Geschichtsunterrichts. Ich danke Eurer Majestät für diese gute Idee. Und jetzt möchte ich das Kind begrüßen.
Nur keine Nervosität, meine Damen. Lassen Sie das alles meine Sorge sein. Ich werde Ihre Interessen schon zu gegebener Zeit zu vertreten. Ein prachtvolles Wetter heute, nicht wahr? Mein Morgenritt war wundervoll. Der Hyde Park im Frühling, die Sonne durch den dichten Nebel. Vor allem muss diese Dame da unschädlich gemacht werden. Zwar möglichst bald. Mein liebes Kind. Deine Mama erzählt mir von deinen Fortschritten. Wir sind sehr, sehr glücklich. Ich möchte dir gerne einen Wunsch erfüllen. Hast du irgendeine Bitte? Ja, lieber Onkel. Ich wollte dich schon lange um etwas bitten. Mhm. Ich möchte so gern täglich eine Stunde allein sein. Aber gerne, mein Kind. Ich werde täglich eine Stunde mit dir allein spazieren gehen. Sei nicht böse, Mama. Aber ich möchte gerne eine Stunde ganz allein sein. Wie? Du willst doch damit nicht sagen, dass ich dich störe. Nein, bestimmt nicht, Mama. Aber... Also das ist das Los einer liebenden Mutter. Da sorgt man sich Tag und Nacht. Und dann ist man seinem Kind im Wege. Ich fürchte, dein Wunsch hat deine liebe Mama gekränkt. Das wollte ich wirklich nicht. Ich ziehe meinen Wunsch zurück. Allein will sie sein. Das hat ja sicher wieder diese Lezen eingeredet. Beruhigen Sie sich, Herzogin, die wird nicht mehr lang zu reden haben. Nun hör doch auf zu weinen. Es ist jetzt viel Wichtigeres zu tun. Wir müssen so schnell wie möglich entscheidenden Einfluss auf Victoria erlangen. Du hast mir noch gar nicht von deiner Konfirmation erzählt. Doch, Onkel, ich habe dir doch geschrieben. Ah. Es war eines der feierlichsten und wichtigsten Ereignisse meines Lebens. Du, ich hatte ein weißes Spitzenkleid und eine weiße Florhaube mit einem Kranz weißer Rosen. Weißt du, diese ganz kleinen, wunderschön. Ich fuhr im Wagen mit meiner lieben Mama. Und es war herrlich. Es freut mich, mein Kind, dass dieser feierliche Tag einen solchen Eindruck auf dich gemacht hat. Bleib so. Religion ist das Wichtigste. Vor allem muss ein Kabinettswechsel herbeigeführt werden. Lord Melbourne und seine Minister müssen verschwinden. Lord Melbourne? Warum? Weil er uns allen über den Kopf wachsen könnte. In seinen Händen würde die kleine Victoria wie eine Puppe sein, die so tanzt, wie er pfeift. Hier, das hat Victoria bei ihrem Regierungsantritt Lord Melbourne zu sagen. Na, aber wer weiß, was für ein Kabinett nachher kommen wird. Das lass meine Sorge sein. Ich halte bereits alle Fäden in meiner Hand. Ferner sollst du immer wieder betonen, dass du in England geboren bist. Bei jeder Gelegenheit. Ist denn das so wichtig, lieber Onkel? Außerordentlich wichtig. Besonders, da du deutscher Abstammung bist. Außerdem musst du, sobald du... Ja, das schreibe ich dir gelegentlich von Brüssel. Jetzt möchte ich mich von deiner lieben Mama verabschieden. Ich will Mama rufen. Hm? Ich muss sie doch noch um Verzeihung bitten. Weißt du... Ich schleiche mich von rückwärts an Sie heran, halte dir beide Augen zu, gebe ihr einen Kuss und dann ist alles wieder gut. Ich verstehe deine Bedenken nicht. Du musst eben etwas energischer auftreten. Du musst auch einmal an dich selbst denken. Was soll ich denn tun? Was würdest du mir raten? Zunächst muss dir das neue Kabinett eine große jährliche Rente aussetzen. Weshalb kümmerst du dich denn so plötzlich um meine Finanzen? Wer soll sich denn um deine Zukunft kümmern, wenn nicht ich? Vorsicht, es kann doch jeden Augenblick jemand kommen. Was? Victoria? Was ist denn? Suchst du was? Onkel Leopold wollte sich von dir verabschieden. Schon? Verzeihen Sie, Sir John, ich bin gleich wieder da. Prinzessin, ich bin glücklich, Sie begrüßen zu können. Wir wollen heute die Geschichte des erlauchten Hauses Hannover durchnehmen. Hier habe ich Ihnen eine genaue Familientabelle angelegt. Georg der Erste, Kurfürst von Hannover, wurde 1714 König von England. Dann kamen Georg der Zweite, 1727 bis 1761. Georg der Dritte, 1761 bis 1820. Georg der Vierte, das war ja mein Onkel. Und auf ihn folgte sein Bruder, der heutige König Wilhelm IV., dessen Nichte Charlotte, gestorben 1817. Er hat also keine Nachkommen.
Wenn nun der König einmal sterben sollte? Wenn der König sterben sollte? Bleibt? Bleibt? Bleibt niemand übrig als... Foltert denn so? Öffnen Sie doch schon endlich. Wer sind die Herren? Lord Cunningham und der Erzbischof von Canterbury. Oh, ein Augenblick, meine Lords. Wir müssen sofort die Herzogin sprechen. Aber das ganze Schloss liegt in tiefem Schlaf. Melden Sie uns sofort. Das verwunschene Schloss wird bald zum Leben erwachen. Wo sind die Herren? Die Herren warten unten in der Halle, Könige Ruhe. Königliche Hoheit, wir müssen uns einer traurigen Mission... Tod? Ich werde Sie natürlich sofort wecken. Lassen wir die Königin ruhen. Nein, nein, ich wecke Sie sofort. Victoria, Kind, wach auf. Wach auf. Was ist denn, Mama? Der Erzbischof von Canterbury, Lord Cunningham, wollen dich begrüßen. Sie soll trotzig und eigenwillig sein. Sie ist fromm und wahrheitsliebend. Ich glaube, sie kommt. Gerade ist die Sonne aufgegangen. Vielleicht ist das ein gutes Omen. Es ist unsere traurige Pflicht, die Nachricht vom Tode des Königs zu überbringen. Er starb ruhig und gottergeben, Eure Majestät. Ich will eine gute Königin sein. Und keine Ermüdung und keine Anstrengung. Wie groß sie auch sei, wird mir beschwerlich erscheinen, wenn sie dem Wohle meines Volkes dient. Lord Melbourne, der Chef Eurer Majestät Regierung, wird noch in dieser Stunde sich Euer Majestät präsentieren. Ich danke Ihnen, meine Herren. Mein König. Meine liebe Liesen, meine einzige Freundin, bleiben Sie, was Sie mir bisher waren. Danke, Majestät. Danke. Victoria, für diese Stunde habe ich gelebt. Jetzt hat mir der Himmel meine Angst, meine Sorge, meine Arbeit belohnt. Mama, bin ich nun wirklich und wahrhaftig Königin? Natürlich, mein Kind. Wir dürfen nur keine Zeit verlieren. In wenigen Stunden musst du vor dem Geheimen Rat deine Ansprache halten. Oh Gott, ja. Also, dein Kleid habe ich schon ausgewählt, der Friseur ist bestellt. Wir müssen nur noch einige wichtige Dinge besprechen. Vor allem, mein Kind, betone bei jeder Gelegenheit, dass du in England geboren bist. Lobe alles Englische. Das hat mir Onkel Leopold schon gesagt. Ferner, lass dich nie zu sofortigen Entschließungen drängen. Frage immer zuerst deine liebe Mama. Und nun das Wichtigste. Wenn Lord Melbourne erscheint, um sich als Chef deiner Regierung zu präsentieren, dann sage, es ist mein Wunsch, dass Eure Lordschaft als Chef meiner Regierung von Ihrem Amte zurücktreten. Ebenso das übrige gegenwärtige Kabinett. Ja, aber Mama, das... Ich habe es dir aufgeschrieben, damit du es nicht vergisst. Und dann versprich mir eins, mein Kind. Wir wollen niemanden in unseren Kreis lassen. Nur Sir John Conroy soll unser treuer Berater bleiben. Sonst niemand. Versprichst du mir das?
Ich werde Sir John Conroy, der dir als Majordomus Dienste erwiesen hat, eine jährliche Rente aussetzen. Gott lohnt dir dein edles Herz. Außerdem verleihe ich ihm die erbliche Baronie. Das ist schön von dir, Victoria. Gleichzeitig verfüge ich aber, dass er seine Wohnung in diesem Palast aufgebe und mir, solange ich lebe, nie mehr unter die Augen trete. Aber Kind, bedenke, er war doch mein treuster Berater, mein bester Freund. Eben deshalb. Victoria, nimm dieses Wort zurück. Du glaubst Verleumdungen. Hörst du? Es bleibt bei meiner Verfügung. Nein! Ich wünsche von heute ab ein eigenes Schlafzimmer. Du wünschst? Jawohl, ich wünsche. Dafür habe ich gelebt. Mit Staub getreten von meinem eigenen Kind. Ins Nichts zurückgestoßen. Geruhen, Euer Majestät, heute noch jemanden zu empfangen? Nein. Das heißt ja. Wenn Lord Melbourne kommt, er möchte im Salon auf mich warten, bis ich komme. Aber alle anderen, den Geographieprofessor, den Dekan und den Tanzmeister, schicken Sie fort. Ich will heute keinen Unterricht. Ich will allein sein. Endlich einmal eine Stunde allein sein. Eure Lordschaft werden gebeten, auf Ihre Majestät zu warten. Guten Morgen, Baroni. Ah, das Kind Victoria. Dass gerade mir das passieren muss. Wenn ich ein Mann wäre, die Aufgabe würde mich reizen, aus diesem Kind eine Königin zu machen. Reizt mich ja auch. Das ist es ja, was mich ärgert. Zu welcher Politik werden Sie unsere unerfahrene Königin eigentlich erziehen? Zu meiner natürlich. Aber ich habe eine Bitte, Baronin, wo ist denn die Bibliothek? In England ist es nämlich in Vergessenheit geraten, wie man eine junge Königin dem Geheimen Rat präsentiert. Und da möchte ich gerne ein bisschen nachblättern. In der Halle finden Sie alles, was Sie brauchen. Vielen Dank. Weshalb schleichen Sie denn hier so herum? Euer Majestät. Ich bin gekommen, um Euer Majestät pflichtgemäß meine Aufwartung zu machen und ein Zeichen Ihres Vertrauens zu erbitten. Ja, aber ich bin ja noch gar nicht... Eure Majestät müssen jetzt irgendetwas sagen. Ich darf mich sonst nicht erheben. Ach so, ja. Verzeihen Sie. Sollten Eure Majestät, was jetzt oft der Fall sein wird, nicht wissen, was Sie zu jemandem sagen sollen, dann reichen Sie dem Betreffenden einfach stumm die Hand zum Kuss. Das verpflichtet Sie nichts. Es darf sich niemand der Königin von England vorstellen. Aber Eure Majestät können selbstverständlich jeden nach seinem Namen fragen. Ja, ja, natürlich. Wer sind Sie? Lord Melbourne. Sie sind Lord Melbourne?
Es ist mein Wunsch, dass Eure Lordschaft als Chef meiner Regierung in Ihrem Amte verbleiben. Ebenso das übrige gegenwärtige Kabinett. Majestät, Verzeihung. Ist das kein Irrtum? Nein, das ist kein Irrtum. Ich danke Eurer Majestät für das Vertrauen. Ich will versuchen, die Härten zu mildern, die die Berufung auf den mächtigsten Thron der Erde mit sich bringt. Die ganze Erfahrung meines Lebens will ich Ihnen zu Füßen legen. Ich danke Ihnen, Lord Melbourne, denn ich habe solche Angst. So ist es recht, Majestät, denn hätten Sie nicht Angst, dann hätten Sie auch nicht die Erkenntnis der ungeheuren Verantwortung, die auf Ihnen lasten wird. In einer Stunde soll ich meine erste Rede halten. Ich werde bestimmt kein Wort herausbringen. Das ist Lampenfieber, das verliert sich. Oh nein, bei mir nicht. Ich kenne mich. Sie haben eine erste Pflicht zu erfüllen und Sie werden sie königlich erfüllen. Ich werde Ihnen eine Rolle überreichen, aus welcher Sie langsam und möglichst deutlich Ihr Gelöbnis als Souverän vorlesen müssen. Das ist alles. Wird niemand eine Frage an mich richten? Nein, nein, keine Angst. Sollte aber jemand künftig ein Thema anschneiden, das Eure Majestät nicht wünschen, dann rate ich einfach, das Thema zu wechseln. Sprechen Sie über das Wetter oder über die Natur oder über sonst etwas Ähnliches. Im Übrigen werde ich heute neben Ihnen stehen. Von heute ab immer? Ja, Majestät. Dann glaube ich, dass ich es schaffen werde. Ja, das Signal, dass die ersten Würdenträger bereits vorfahren.
Mir schwimmt alles vor den Augen. Mut, Majestät. Da es dem Allmächtigen gefallen hat, mich in dieses Amt einzusetzen, will ich mein Äußerstes tun, um meine Pflicht gegen mein Land zu erfüllen. Ich bin noch sehr jung und in vielen, wenn auch nicht in allen Dingen, unerfahren. Aber ich bin sicher, dass niemand mehr wirklich guten Willen hat als ich, zu tun, was gut ist. Und so gelobe ich, das Recht zu schützen und das Glück und das Wohlergehen meiner Untertanen zu fördern. Ja, das will ich geloben. Es lebe die Königin! Oh! Du hast das Kind eben schlecht erzogen. Vielleicht war ich zu schwach. Zuerst stand sie ganz unter dem Einfluss der Lezen und jetzt gilt nur, was Melbourne sagt. Ich habe überhaupt nichts mehr zu reden. Und er macht das so geschickt. Er führt sie ins Theater, reitet mit ihr spazieren, er erzählt ihr Anekdoten. Sogar während der Audienz höre ich sie oft laut lachen. Das ist in der Tat ein merkwürdiger Premierminister. Und deshalb habe ich dich nach London gebeten, lieber Bruder. Es muss etwas geschehen. Ich bin ganz deiner Meinung. Du musst mit ihm sprechen. Lord Melbourne. Sie wundern sich wohl, mich schon wieder in London zu sehen. Mein Besuch ist diesmal vollkommen privater Natur. Ich wollte mich persönlich nach dem Befinden meiner Nichte erkundigen. Die Königin ist in bester Verfassung. Sie arbeitet, lacht, singt, reitet. Gott, erhalte ihr jugendliches Gemüt. Ja, und ich will dem lieben Gott dabei helfen. Ich habe es mir nämlich zur Lebensaufgabe gemacht, sie vor jeder Attacke des Schicksals zu behüten. Ja, ja. Nur finden Sie nicht, dass Ihre Art, Staatsgeschäfte scherzhaft zu behandeln, ein wenig deplatziert ist? Die Königin ist noch ein Kind, das man erziehen muss. Das tue ich ja. Allerdings auf meine Art. Ich langweile sie nicht. Das ist meine Politik. Nun, haben Sie mir die Zeitungen besorgt? Ja, aber Lord Melbourne hat es erfahren, hat sie konfisziert. Dann besorgen Sie mir neue. Das geht nicht, Eure Majestät. Ich habe Lord Melbourne versprechen müssen, dass ich es nie wieder tue. Ihr habt euch also beide gegen mich verschworen. Ein Komplott? Lord Melbourne meint, es stünde ohnehin nichts Interessantes in der Zeitung. Ich möchte aber wissen, was in der Welt vorgeht. Das erfahren Eure Majestät hier durch Ihre Minister. Ich möchte auch das wissen, was Sie mir nicht sagen. Aber ich werde mir die Zeitungen auch ohne Ihre Hilfe verschaffen. Ich bin schwer enttäuscht. Sie mir rasch ein paar heutige Zeitungen, so viel Sie auftreiben können. Aber Sie müssen sie mir persönlich übergeben. Und zwar hier durchs Fenster. Majestät. Lord Melbourne, was bringen Sie neu? König Louis Philipp ladet Eure Majestät zu einem Besuch nach Paris ein. Vorläufig unmöglich. Vielleicht, wenn ich einmal mehr Zeit habe. Der Ministerrat schlägt vor, 100.000 Mann nach Kanada zu schicken, um die dortigen Grenzstreitigkeiten zu schlichten. Die Opposition ist sogar für 150.000 Mann.
150.000 Mann? Hm. Wir schicken einen Mann, Lord Durham. Wundervoll, eine gute britische Antwort. Lord Melbourne, denken Sie an unsere Vereinbarung. Schmeicheleien sind verboten. Übrigens, warum sind Sie denn heute so ernst? Onkel Leopold hat mir soeben eine Rüge erteilt. Er findet mich für einen Staatsmann zu heiter. Onkel Leopold ist hier? Ja. Er soll uns England regieren lassen, wie es uns gefällt. Sehr richtig. Ich darf also wieder heiter sein? Ich befehle es Ihnen sogar. Danke. Ich habe auch schon wieder ein neues Kartenkunststück. Zeit. Nach der Arbeit. Die Verleihung des Bathordens an Lord Aberdeen ist für 10 Uhr anberaumt. Das ist in einer halben Stunde. Nehmen Sie noch einen Augenblick Platz. Und nun, Lord Melbourne, erzählen Sie mir bitte, wie es in meinem Lande aussieht. Ist man mit mir zufrieden? Hat mein Volk Sorgen? Oder... Ja, Majestät, ich weiß nicht recht. Was soll ich Ihnen da erzählen? Gar nichts. Ich meine, ich möchte Ihre kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Aber bitte, meine Zeit steht Eurer Majestät restlos zur Verfügung. Aber Sie haben doch noch allerlei Vorbereitungen zu treffen, damit beim Ritterschlag des Lord Aberdeen alles klappt. Es klappt, Majestät. Das kann man nie wissen. Alles ist gut vorbereitet und dann klappt es doch nicht. Ja, ich komme gleich. Du sollst Gott ehren, du sollst deine Königin beschirmen, du sollst arme Witwen und Waisen beschützen und keine Unterdrückung zulassen. Lord Aberdeen, ich schlage Sie hier mit zum Ritter. Kannst du dich selbst überzeugen. Sie verrichtet die Gäste, Lord Melbourne vollführt die Tat. Ganz deine Meinung, liebe Schwester. Lord Melbourne, Lord Palmerston und Lord John Russell bitte ich, in mein Arbeitszimmer zu kommen. No.
neue Ritter des Bassordens hat eben gelobt, Arme zu beschützen und keine Unterdrückung zuzulassen. Ich frage meinen Minister, ob dies bloß Worte sind oder ob der Schwur in meinem Reich auch gehalten wird. Es ist ein mittelalterlicher Orden, Majestät. Und es ist nicht immer möglich. Es muss aber von nun an möglich sein. So einfach ist das leider nicht, Majestät. Kann ich in meinem Lande nicht befehlen? Das Gute befehlen und das Schlechte bestrafen? Majestät, quälen Sie sich nicht mit solchen Dingen der Politik. Dazu sind doch wir da. Ich will mich aber damit quälen. Wollen Sie leugnen, dass die Kinder der Armen mehr als 13 Stunden in den Fabriken arbeiten müssen? Wollen Sie leugnen, dass Hilflosigkeit, Verzweiflung, Hunger, Bedrückung in England keine leeren Worte sind? Wollen Sie leugnen, dass Hunderttausende in menschenunwürdigen Löchern hausen müssen? Woher haben Euer Majestät diese Informationen? Ich bitte um Beantwortung meiner Fragen. Majestät, um den Hunger zu stillen und Ordnung zu halten, dazu haben wir ja unsere Parlamente. Dann wünsche ich, dass umgehend Gesetze geschaffen werden, die das Los der Armen erträglicher machen. Hören Sie, ich wünsche es. Oder ich will nicht länger Königin sein. Was hat die Königin? Die Kinderkrankheit der Könige. Weltverbesserungswahn. So habe ich sie noch nie gesehen. Das geht vorüber. Trotzdem ist es an der Zeit, Gegenmaßregeln zu treffen. Gegen wen? Gegen die Königin. Sie muss heiraten. Das ist die einzige Lösung. Stimmt. Und zwar so bald als möglich. Stimmt. Ach, Bruder, was täte ich, wenn ich dich nicht hätte? Danke der gnädigen Vorsehung. Ich habe auch bereits verfügt, wen Viktoria heiraten wird. Wie? Den Großfürsten Alexander von Russland. Was? Du willst eine Russin aus ihr machen? Nie und nimmer. Ich habe mit dem russischen Botschafter bereits alles besprochen. Du weißt, lieber Bruder, es geschieht immer nur das, was du willst. Aber wenn eine Tochter heiratet, so ist das ausschließlich Sache der Mutter. Ich brauche Russland für meine Politik. Und ich habe meine eigenen Pläne. Der Prinz von Oranien, der Sohn des Königs der Niederlande, soll ein bezaubernder junger Mann sein. Viktoria braucht einen Mann, der sie führt. Ganz deiner Meinung. Nein! Diesmal sind wir eben nicht einer Meinung. In einigen Tagen ist Viktorias Geburtstag. Der Großfürst Alexander wird zufällig in London sein. Entsetzlich. Ich habe den Prinzen von Oranien ebenfalls zufällig zu Viktorias Geburtstag nach London gebeten. Was, das hast du getan? Zufällig. Komm, mein Kind, es handelt sich um deinen morgigen Geburtstag. Du, Mama Martin, wollen wir diesmal ganz großartig feiern. Lord Melbourne hat mir versprochen, dass er für morgen einen wundervollen Ball arrangiert. Weißt du, in Windsor. Und ich dachte, ich wollte eigentlich was ganz anderes mit dir besprechen. Heute ist doch die kleine Vorfeier. Das Geburtstag, die nehmen engen Familienkreis. Und da dachte ich, dies wäre doch die richtige Gelegenheit, dich mit deinem künftigen Gatten bekannt zu machen. Ach, ich soll heiraten? Ja, der Prinz von Oranien ist ein bezaubernder junger Mann. Du wirst sicher mit ihm sehr glücklich werden. Ist das wieder eine Idee von Onkel Leopold? Nein, der will dich doch mit dem Russen verheiraten. Mit dem Großfürsten Alexander. Ach, wird er vielleicht auch heute Abend da sein? Ja, aber ich bin absolut gegen diese Heirat. Ich bin nur für den Prinz. Liebe Mama, gebt euch keine Mühe. In den nächsten 20 Jahren werde ich überhaupt nicht heiraten. Aber Viktoria! Weder den einen noch den anderen. Und nun, liebe Mama, grüß mir Onkel Leopold. Was ist denn das? Das ist Ihr Vetter, Majestät. Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Also den finde ich einfach bezaubernd. Das freut mich, Majestät. Lord Melbourne, der muss uns unbedingt einmal besuchen. Er kommt bereits heute. Wirklich? Und bleibt er länger? Hoffentlich. Eure Majestät sollen ihn ja heiraten. Heiraten? Jetzt fangen Sie auch noch an. Alle wollen mich verheiraten. Die Mama, der Onkel, Sie. Sie wollen mich sogar mit einem Kind verheiraten. Er ist ja schon 25 Jahre alt. Zwerg. Nein, Majestät. Ich konnte nur kein anderes Bild von ihm auftreiben. Prinz Albert wird bei der heutigen Abendtafel anwesend sein. Der kommt auch? Fein. Da haben wir ja gleichzeitig drei Heiratskandidaten. Es kommt natürlich nur meiner in Betracht. Lord Melbourne, ich warne Sie.
Sie kennen mich noch nicht. Ich lasse mich zu nichts zwingen. Ich lasse mich auch nicht verheiraten. Gestatten Eure Majestät, dass ich mich jetzt zurückziehe? Bitte. Lord Melbourne, aber diesmal werden Sie sich verrechnen. Ich bin stolz darauf, mich in meinem Leben noch nie verrechnet zu haben. Was sagst du, Leopold? Ja? Sie will überhaupt nicht heiraten. Also, du hast sie direkt gefragt? Ganz diplomatisch. Kennst mich doch. Ob ich dich kenne? Du bist imstande, mit deiner Diplomatie ganze Generationen zu vernichten. Die Baronin Leetzen soll sich bereithalten. Wir fahren auf einige Tage nach Windsor. Halt, noch etwas. Können Sie schweigen, George? Wenn Majestät befehlen, kann ich schweigen. Können Sie auch kutschieren? Wenn Majestät befehlen, kann ich auch kutschieren. Dann lassen Sie sofort den Jagdwagen anspannen. Sie kommen mit. Und zwar in Zivil, keine Livree. Ich möchte Eure Majestät untertänigst darauf aufmerksam machen, dass mein Zivilanzug nicht mehr ganz modern sein dürfte. Macht nichts. Ich befehle Ihnen außerdem, sich auf dieser Reise über nichts zu wundern. Hören Sie? Über gar nichts. Wie Majestät befehlen. Mein lieber Oberhofmeister, ich habe Sie hierher gebeten, um mit Ihnen die Sitzordnung für die Geburtstagsfeier meiner Tochter durchzusprechen. Es ist alles in Ordnung, königliche Hoheit. Ich habe bereits mit dem König der Belgier gesprochen. Wann war das? Soeben. Der Tischherr der Königin ist der Prinz von Oranien. Verzeihung, aber Eure königliche Hoheit und der König sind auch sonst immer einer Meinung. Und der König hat den Wunsch geäußert... Rechts von der Königin sitzt der Vater des Prinzen, der König der Niederlande. Und neben dem König Wilhelm sitze ich. Königin Hoheit, ich habe soeben erfahren, dass die Königin abgereist ist. Abgereist? Ja, wohin denn? Nach Windsor. George? George! Majestät befehlen? Wir fahren nicht nach Windsor, sondern über Dover nach Paris. Nach Paris? George? Ich habe Ihnen befohlen, sich auf dieser Reise über nichts zu wundern. Was soll nun geschehen? König Leopold wünscht als Tischherrn den Großfürsten Alexander, die Herzogin aber den Prinzen von Oranien. Wer wird nun wirklich neben der Königin sitzen? Prinz Albert von Sachsen-Coburg. Prinz Albert? Der künftige Prinzgemahl der Königin von England. Wie? Sind Sie denn Ihrer Sache wirklich so sicher? Vollkommen. Und wo sitzen König Leopold und die Herzogin? Und wo sie immer sitzen. Zwischen zwei Stühlen. An eine Überfahrt wird heute wohl nicht mehr zu denken sein. George! Majestät! Ob es noch lange regnen wird? Majestät, es würde mich nicht wundern. Wir werden in Dover übernachten müssen. Das scheint eine Herberge zu sein. George! Machen Sie Halt! Majestät können doch nicht in dieser ordinären Kneipe zwischen Fischern und Matrosen. Bitte fragen Sie, ob wir hier übernachten können. Aber es darf niemand erfahren, wer wir sind. Jawohl, Majestät. Ich mache mir solche Vorwürfe, dass ich Eure Majestät von dieser Fahrt nicht abgeraten habe. Tausendmal besser als heiraten. Thank you.
Majestät. Von jetzt ab sind die Baronin und ich Tante und Nichte. Jawohl, Majestät. Ja. Tante, Nichte. Verzeihung. Ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben ratlos. Ich auch. Ja, aber Sie müssen doch etwas veranlassen. Und wir können doch gegen Ihre Majestät keinen Steckbrief erlassen. Nein, das können wir nicht. Eine Depesche für Lord Melbourne. Aha. Eine Depesche? Von Prinz Albert. Das auch noch. Wenn der Prinz heute eintrifft, bin ich ebenso blamiert. Überfahrt äußerst stürmisch. Wir können erst morgen eintreffen. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Also deshalb haben Sie mich nach England geschleppt. Das ist die mir so lange versprochene Vergnügungsreise? Ja, ich wollte dem Hoheit den Zweck dieser Reise nicht schon vorher mitteilen. Weil Sie wussten, dass Sie mich sonst niemals hierher gebracht hätten. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt. Professor. Ja? Von allen hätte ich so etwas erwartet. Nur von Ihnen nicht. Sagen Sie, Hoheit, ich war nicht nur Ihr Lehrer, sondern, wenn ich so sagen darf, auch immer Ihr Freund. Die Diplomatie Ihres Hauses meint, dass diese Heirat für ganz Europa segensreich wäre. Wenn die Herren Diplomaten nicht imstande sind, in ihren Ländern auf andere Weise Segen zu spenden, dann sollen sie mich... Keine Angst, ich sag's nicht. Aber die junge Königin Victoria soll reizend sein. Ich bin überzeugt, Hoheit werden sich Hals über Kopf in sie verlieben. Nun, wo ich weiß, dass man darauf wartet, gerade nicht. Justament. Morgen früh reisen wir, aber nicht nach London, sondern zurück nach Deutschland. Ja, aber Hoheit! Wer ist da? Entschuldigen Sie einen Augenblick. Sie haben das wärmste Zimmer in diesem Gasthof. Die Herren müssen so freundlich sein, Ihr Zimmer zu tauschen. Ich habe bereits mit dem Wirt alles besprochen. Sie, lieber Freund, was Sie mit dem Wirt besprochen haben, ist mir vollkommen gleichgültig. Ich bleibe in diesem Zimmer. Muss Sie trotzdem ersuchen. Bitte geben Sie sich gar keine Mühe. Mich bringen aus diesem Zimmer keine 10 Pferde heraus. Danke. Bitte. Oh. Gesundheit. So, und jetzt machen Sie sich zum Essen fertig, Professor. Ich habe einen Bärenhunger. Ja, halt sofort. Herein. Stellen Sie die Tasche hin. Ich werde selbst auspacken. Darf ich fragen, wo Majestät sich befinden? Hier, auf dem Ofen. Auf dem Ofen. Wahrhaftig. George, ist Ihnen auch so kalt? Verzeihung. Ich wollte Euer Majestät ein wärmes Zimmer besorgen, aber es ist mir leider nicht gelungen. Es ist erstaunlich, wie schwer das Leben wird, wenn man gezwungen ist, inkognito zu reisen. Reisen Sie auch zum ersten Mal inkognito, George? Allerdings, Majestät. Aha. Sagen Sie doch bitte meiner Tante, ich werde Sie in einer halben Stunde in den Speisesaal begleiten. Speisesaal? Majestät werden von dem Speisesaal etwas enttäuscht sein. Es ist eine verrauchte Höhle mit unmöglichen Menschen. George, seien Sie nicht so vornehm. Es gibt keine unmöglichen Menschen. Und jetzt bestellen Sie uns etwas zu essen. Sofort, mein Fräulein. Aber schnell.
Der Ofen ist da. Das Feuer ist ja schon ausgegangen. Dann heizen Sie wieder ein. Einheizen. Na ja, schön. Müssen Sie denn so einen Lärm machen? Ja, ich kann leider nicht geräuschlos Holz hacken. Ach so. Was machen Sie denn da? Einheizen. So viel Holz? Zu viel? Ja, da kann man etwas herausnehmen. Alles herausnehmen. Alles? Bitte schön. Wissen Sie, was ich Ihnen vorhin sagen wollte? Es brennt. Tatsächlich, es brennt. Wie haben wir das eigentlich gemacht? Mein Papier. Sehr oft scheinen Sie ja noch nicht eingeheizt zu haben. Nein, nicht oft. Ich bin nämlich gar kein Hausdiener, sondern ein deutscher Student. Ich bin erst heute angekommen. Sie sind ein Gast? Ja. Und da wagen Sie es, in mein Zimmer zu kommen? Aber Sie haben mich doch selbst gerufen. Gehen Sie sofort. Aber ich wollte doch nur... Bitte. Auf Wiedersehen. Was wollen Sie denn noch? Ich habe versprochen, den Korb zurückzubringen. Sagen Sie. Bitte? War auf dem Schiff, mit dem Sie aus Deutschland gekommen sind, Prinz Albert von Sachsen-Coburg? Ich habe ihn nicht gesehen. Sie kennen ihn? Gewiss, so vom Sehen. So. Wie sieht er denn aus? Ach. Eigentlich ein ganz netter Mensch. Ungefähr so groß.
Aber woher wissen Sie denn, dass der Prinz nach England kommt? Ich? Ach, ich habe bloß gehört, dass er zur Geburtstagsfeier der Königin Victoria kommen wollte. Er wollte nicht. Man wollte. Man wollte auch, dass er die Königin heiratet. Aber daraus wird nichts. Und weshalb nicht? Erstens denkt er überhaupt nicht ans Heiraten. Und zweitens, so als Prinzgemahl immer nebenher laufen. Nein, nein. Außerdem soll die Königin so ein kleiner Stöpsel sein. Da gibt's doch genug andere Mädels, die ihm sicher besser gefallen. Zum Beispiel... Hinaus! Ich gehe schon. Jetzt habe ich doch den Kopf vergessen. Ich habe Sie lange warten lassen, Professor. Sie sind mir doch hoffentlich nicht böse. Ah, durchaus nicht, Thomas. Aber Sie sind ja plötzlich so guter Laune. Weil ich gearbeitet habe. Holz gehackt und eingeheizt. Ha? Eingeheizt? Bei einer entzückten jungen Dame. So, da haben Sie eingeheizt? Ja. Und es hat sogar Feuer gefangen. Was? Im Ofen. So, im Ofen, ne? Sagen Sie mal, Ihre Damen sitzen da. Haben Sie keinen anderen Tisch? Tut mir leid. Kann man die Musik nicht abschaffen? Das geht nicht. Die Leute feiern nämlich den Geburtstag der Königin. Das ist doch erst morgen. Die feiern aber heute, morgen und übermorgen. Aha. Bravo. Bravo. Die Königin. Was? Die Königin sollst du ausspielen, du Seepferd. Ich dachte schon, der Matrose hätte Majestät. Schon gut. Nein, Sie auch nicht? Nein, ich auch nicht. Ach, da wird uns George aushelfen. Nun, wenn der auch keins hat? Wünschen die Damen etwas zu trinken? Ja. Das heißt, es ist vielleicht eigentlich gar nicht nötig. Ja, wie Sie wünschen. Dürfen wir die Damen zu einem Glas Wein einladen? Danke, ganz ausgeschlossen. Oh, das tut mir aber leid. Aber Sie werden schwer Nein sagen können, Madame. Wir wollen nämlich, wie alle diese Leute hier, auf den morgigen Geburtstag ihrer Königin trinken. Ja, kann man natürlich schwer Nein sagen. Darf ich Ihnen Professor Lenkmann vorstellen? Sehr freut mich. Es sieht doch wirklich sehr gut aus. Meine Nichte darf höchstens ein einziges Glas trinken.
auf Ihre Königin. Damit sie wachse und gedeihe. Es lebe unsere Königin Victoria! Hip, hip! Hurra! 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 Ich habe dir schon heute Mittag gesagt, man hätte unter diesen Umständen das Diner absagen müssen. Das wollte ich ja. Tja, warum hast du es denn nicht getan? Ich war völlig ratlos. Und Lord Melbourne war dagegen. Ach, Melbourne! Ja, legt sich dieser Mensch darauf an, uns zu blamieren? Lord Melbourne! Lord Melbourne? Warum haben Sie das Diner nicht verschoben? Verzeihung, Eure Majestät, ich war der Ansicht, dass eine Geburtstagsvorfeier nicht nach dem Geburtstag abgehalten werden kann. Ja, aber Sie sehen doch, was daraus entstanden ist. Das wird ja eine europäische Blamage. Reg dich nicht auf, lieber Bruder. Ich glaube ja noch immer, dass Victoria uns nur eine Lektion erteilen wollte. Und Punkt 9 Uhr hier sein wird. Gott gebe, dass du recht hast. Da müsste Ihre Majestät allerdings in der nächsten Sekunde eintreten. Es ist 9 Uhr. Das ist sie. Seine Majestät, der König der Niederlande. Seine königliche Hoheit, der Prinz von Oranien. Oh Gott. Ich nehme es als ein gutes Omen, dass wir zuerst von der Mutter der Königin empfangen werden. Mein Sohn Heinrich, wir hatten eine außerordentlich stürmische Überfahrt. Mein Sohn ist leider noch ganz krank. Oh. Tja, mir schwimmt noch alles vor den Augen. Das Stehen ist mir noch beschwerlich. Aber bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Seine kaiserliche Hoheit, der Großfürst Alexander. Seine Exzellenz, der kaiserlich-russische Botschafter Baron Brunow. Grüße Sie im Namen meiner nicht auf englischen Boden, Baron Brunow. Na, Cunningham. Schwierige Situation, was? Tja, was meinen Sie, Melba? Was soll ich tun? Soll ich schon servieren lassen? Aber natürlich! Ihre Majestät, die Königin, hat mich beauftragt, Sie für die heutige intime Vorfeier zu entschuldigen. Ihre Majestät ist leider unpässlich. Herz ist im Hochland, mein Herz ist nicht hier. Mein Herz ist im Hochland. Wie Romeo zu Julia. Oh, Romeo! Warum denn Romeo? Verleugne deinen Vater, deinen Namen. Willst du es nicht? Schwör dich! Was fällt Ihnen denn ein? Denken Sie nur, weil ich von Ihrem Mann einen kleinen Schlips bekommen habe, dass Sie das so einfach auf meinen Balkon klettern können? Ich bitte um Verzeihung. Sie werden noch hinunterfallen. Jetzt nicht mehr. Halten Sie mich doch fest. Ich muss jetzt weg. Ich wollte Sie nur fragen, wie lange Sie noch in Doha bleiben. Nicht mehr lange. Morgen fahren wir schon weiter nach Paris. Schon morgen? Schade. Ja, schade. Aber ich werde Sie begleiten. Nein, das ist unmöglich. Doch. Nein, das geht wirklich. Es kommt jemand, Sie müssen schnell.
verschleiert mein Gesicht. Sonst färbte Mädchenröte meine Wangen um das, was du vorhin nicht sagen hörtest. Das kommt davon, dass Majestät 5 Glas Wein getrunken haben. Noch dazu mit einem Menschen, von dem wir nicht einmal den Namen wissen. Was ist dein Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften. So Romeo, wenn auch anders hieße. Majestät müssen sofort ins Bett. Und morgen früh müssen wir etwas unternehmen. George hat nämlich auch kein Geld bei sich. Was? Er hat auch kein Geld? Wie kommen wir denn dann nach Paris? Das müssen wir eben alles besprechen. Aber morgen, Majestät. Jetzt schlafen. Warum? Es wäre doch manchmal schön, keine Königin zu sein. Aber Hoheit, bedenken Sie doch! Das Schiff nach Paris geht morgen um 11. Seien Sie bitte pünktlich, sonst bleiben Sie allein in England. Na, Hoheit, will... Gute Nacht, Professor. Gute Nacht. Ich würde es bestimmt nicht wagen, in Ihr Zimmer zu dringen, wenn nicht wichtige Umstände mich dazu zwingen würden. Wenn Sie nicht auf der Straße sind. Hören Sie mich an. Ich kenne Ihre persönlichen und materiellen Verhältnisse nicht. Ich biete Ihnen aber trotzdem 50 Pfund, wenn Sie mit Ihrer Dame unverzüglich Dover verlassen. Sagen Sie, haben Sie auch zu viel getrunken? Ja, ich auch, aber ich bin trotzdem ganz nüchtern. Mein Freund, Sie erweisen mit Ihrer Abreise auch Ihrem Vaterland einen großen Dienst. Bitte verraten Sie mich nicht. Der junge Mann, mit dem ich reise, ist kein deutscher Student, sondern seine Hoheit, Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Der sich morgen mit der Königin Victoria verloben soll. Das ist Prinz Albert? Ja, das ist Prinz Albert. Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt bringe ich ihn nicht nach London. Jetzt will er mit Ihnen nach Paris fahren. So etwas. Nun sind Sie wohl bereit, von der Bildfläche zu verschwinden. Sofort. Aber glauben Sie, dass er bestimmt, wenn ich verschwinde, nach London fahren wird? Ja, er muss. Sehr richtig, er muss. Wünschen Sie das Geld? Natürlich, sonst werde ich ja unmöglich abreisen. Baronin! Wir fahren nach London zurück. Wann? Sofort. Ja, aber wir können doch gar nicht dieselbe fahren. Oh, hier. Majestät, wo ist das Geld? Das ist ein Geheimnis. Und morgen bei meiner Geburtstagsfeier werde ich mich verloben. Verloben? Ja, mit wem denn? Mit dem Prinzen Albert von Sachsen, Coburg und Gotha. Viel hübscher als ich. Leider.
Gott sei Dank. George? Was sagst du? Baronin, wollen Sie bitte der Königin melden? Ich bedauere, Lord Melbourne, die Königin will vor dem Ball nicht gestört werden. Nur eins kann ich Ihnen verraten. Sie wird sich noch heute Abend verloben. Hast du gehört? Ja, mit wem denn, um Gottes Willen? Mit dem Holländer oder mit dem Russen? Das darf ich nicht sagen. Was ist los? Was haben Sie gehört? Das sprechen Sie doch. Aber so reden Sie doch. Das sagen Sie doch ein Wort. Majestät, der Friseur ist schon bestellt. Und Lord Melbourne hat solche Augen gemacht, als ich ihm sagte, dass sie... Oh, Majestät, was ist denn geschehen? Baronin, mir ist etwas eingefallen, was er mir gesagt hat, beim Einheizen. Er will überhaupt nicht heiraten. Und die Königin von England schon gar nicht. Warten Sie, wie hat er nur gesagt? So als Prinzgemahl immer nebenherlaufen, das werde ich nie tun. Oh, Majestät, er war doch so verliebt. Ja, in das kleine Mädel aus Dover. Mit der wäre ich auch nach Paris gefahren. Aber wenn er jetzt erfährt, dass ich die Königin von England bin... Oh, Majestät, das werden wir ja alles sehen. Heute Abend, auf dem Ball. Glauben Sie? Hoffentlich. Mein Junge, unsere Sache steht großartig. Aber Papa, wir haben doch noch einen mächtigen Konkurrenten, den Russen. Lord Melbourne. Lord Cunningham. Sie waren doch immer so siegessicher. Ich habe die Flinte noch nicht ins Korn geworfen. So. Aber wo bleibt denn Ihr Coburger? Nur Geduld, er wird schon kommen. Ja, aber dann kann es zu spät sein. Hm. Ihre Majestät, die Königin! Was werden Sie jetzt tun? Zeit gewinnen. Ach, da sind Sie ja, Majestät. Kommen Sie, wir wollen die Königin begrüßen. Sehr gerne. Wir haben uns lange nicht gesehen, Lord Melbourne. Waren Sie verreist? Ich bin entzückt, Eure Majestät in so glänzender Laune zu finden. Suchen Eure Majestät jemand Bestimmten? Ja, sogar jemand ganz Bestimmten. Eure Majestät müssen jetzt Zirkel halten. Muss das sein? Unbedingt. Schrecklich, immer lächeln müssen. Außerdem weiß ich nie, was ich mit den Leuten reden soll. Ich werde Ihnen heimlich Zeichen machen. Na gut. Verzeihung, Majestät, dürfte ich vorher erfahren, welchen der fürstlichen Bewerber Sie in engere Wahl zu ziehen beabsichtigen? Nein, ich will Sie überraschen. Ich bin ein großer Freund von Überraschungen, aber in diesem Fall muss ich aus Staatsinteresse doch bitten, mir zu sagen. Tut mir leid, ich muss jetzt Zirkel haben. Verzeihung.
freue mich, Sie in Windsor begrüßen zu können. Wie geht es Ihrem Baby? Ich danke Eurer Majestät für die huldvolle Nachfrage. Dem Baby geht es gut. Wie alt ist es denn schon? 14 Jahre, Eurer Majestät. So. Ich freue mich, Sie in Windsor begrüßen zu können. Wie geht es Ihrer lieben Frau? Meiner Frau? Frau Mutter. Ach so. Meiner Frau Mutter. Danke, Majestät, der geht es gut. Ich bin mal mit meinem Vater nach England gekommen. Oh, Majestät. Majestät, ich bin von England begeistert. Das freut mich. Ich kenne Holland leider nur von Bildern, aber ich bin auch begeistert. Ich finde die Tracht der holländischen Milchmädchen entzückend. Hoffentlich besuchen uns Eure Majestät einmal in Holland und sehen sich unsere Milchmädchen persönlich an. Gerne. Also der Holländer ist es nicht, Majestät. Lord Melbourne, machen Sie mir das nächste Mal etwas deutlichere Zeichen. Ich bin noch keine Gedankenleser. Meine teuerste Nichte, hier bringe ich dir den Großfürsten Alexander von Russland. Wenn es nach mir ginge, Professor, würde ich höchstens eine Stunde da bleiben. Bisschen wenig, Hoheit. Wie gefällt er dir? Vom ersten Augenblick angefallen. Wirklich? Du ahnst ja gar nicht, wie glücklich mich das macht. Und ich habe ihr 50 Pfund geschenkt. Wie? Auch nicht so heiß. Ich würde es am liebsten vom Erdboden verschwinden. Ich auch. Haben Sie eine Ahnung, was ich diesem Mädchen in Dover alles gesagt habe? No, und ich erst, Hoheit. Professor, kann ich ja sagen, dass alles, was ich hier von Prinz Albert erzählte, nicht wahr ist? Dass ich sie mit Freuden heirate? Oh nein, Hoheit, bedenken Sie doch das Zeremoniell. Es darf niemand um die Hand der Königin von England anhalten. Nur sie allein darf ihre Hand gewähren. Aber ich werde doch eine Erklärung geben. Ja, aber Sie wissen ja noch gar nicht, ob sie sie heiraten will. Stimmt. Das weiß ich noch gar nicht. Sie kann gewähren, kann aber auch nicht gewähren. Und was darf ich ihr also sagen? Ja, gar nichts, sonst ist ja alles aus. Gar nichts? Hm? Ist ein bisschen wenig. Ja. Lord Melbourne, machen Sie kein so besorgtes Gesicht. Jetzt kommt die Überraschung. Wieso? Seine Hoheit, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha. Ich bitte Eure Majestät um Verzeihung, dass ich meine Glückwünsche so spät überbringe. Aber ich hatte eine stürmische Überfahrt und musste in Dover Rast machen. Ich freue mich, Prinz Albert, Sie in meinem Lande begrüßen zu können. Dieser Coburger ist ein hübscher Mensch. Papa, ich glaube, das ist eine neue Konkurrenz. Reg dich nicht auf, mein Junge. Ich baue fest auf dich. Sie sind erst jetzt in London angekommen? Jawohl, Majestät. Da werden Sie von der Stadt noch nicht viel gesehen haben. Nein, Majestät, noch nicht viel. Aber was ich bisher gesehen habe, hat mich wirklich überrascht. Das kann ich mir denken. Wir haben einen berühmten Wiener Kapellmeister hier. Er spielt wundervoll. Besonders diesen neuen Tanz. Walzer. Ja. Können Sie Walzer tanzen? Gewiss, Majestät. Tja, dann... Thank you.
Melbourne, Sie sind ein Genie. Wie haben Sie das wieder gemacht? Es gibt gewisse diplomatische Feinheiten, die man nicht gerne verrät. Ja, Majestät. Nein, Majestät. Sie haben sich eigentlich sehr verändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Majestät, das sieht nur so aus. Ich glaube, Sie sind nicht sehr entzückt, dass ich die... dass wir uns wiedersehen. Doch, Majestät, ich bin sehr entzückt. Wären Sie nicht lieber mit dem kleinen Mädel aus Dover nach Paris gefahren, als hier mit der Königin von England zu tanzen? Majestät, das kleine Mädel aus Dover existiert nicht mehr. Und ich bitte Sie inständigst, alles zu vergessen, was ich in Dover gesagt habe. Es war unnötig, mich darum zu bitten. Ich habe bereits alles vergessen. Nun? Na, Professor, Ihr Ratschlag hat sich ja glänzend bewährt. Ah, das freut mich aber riesig, Hoheit. So wie ich Ihnen gesagt habe, das verstehe ich nicht. Eure Majestät, sind beim Tanzen plötzlich ganz blass geworden. Oh, wirklich? Das kommt gewiss von den vielen Drehen. Das Walzertanzen macht einen ganz schwindelig. Ich möchte mich in mein Zimmer zurückziehen. Kommen Sie, Baron. Der König der Niederlande ist indigniert, der Prinz von Oranien ist verstimmt, der Großfürst Alexander ist verletzt. Jetzt scheint es nur den jungen Koboyer riskiert zu haben. Das Kind wird es doch mit der ganzen Welt verfeinden. Ganz deiner Meinung, liebe Schwester. Guten Morgen, Majestät. Guten Morgen. Wie geht's? Schlecht. Oh. Aber der Appetit ist gut. Was soll ich machen? Schlafen kann ich nicht. Also frühstücke ich. Seit 8 Uhr, Majestät. Jetzt ist es schon 9. Lord Melbourne wartet schon eine halbe Stunde. Er soll hierher kommen. Guten Morgen, Lord Melbourne. Bitte. Haben Sie schon gefrühstückt? 3-mal. Einmal mit dem Prinzen von Oranien. Einmal mit dem Großfürsten Alexander und einmal mit Prinz Albert. Wie gefällt Ihnen Prinz Albert? Sehr. Aber er denkt doch gar nicht ans Heiraten. Das hat er Ihnen gesagt? Ja. Allerdings wusste er damals noch nicht, wer ich bin. Wann? Damals. In Dover. Vorgestern. Majestät, haben den Prinzen in Dover? Da war er so nett zu mir. Und jetzt, wo er weiß, dass ich die Königin bin, ist er plötzlich wie ausgewechselt. Also da kann ich Eure Majestät beruhigen. Er liebt Sie und er denkt ans Heiraten. Das hat er Ihnen gesagt? Und er wird um meine Hand anhalten? Nein. Was nein? Er darf nicht anhalten. Nur Sie können ihm Ihre Hand gewähren. Er darf nicht anhalten? Ich soll gewähren? Wie soll ich denn das machen? Sie werden schon die richtigen Worte finden. Bestimmt nicht. Diese Verlobung wird nie zustande kommen. Übrigens, er wird gleich da sein. Er kommt hierher? Mhm. Oh Gott. Sehen Sie doch, wie es hier aussieht. Diese Unordnung. Diese Fenster. Die sind bestimmt seit Wochen nicht gewaschen worden. Stimmt. Lassen wir sie waschen. Und kalt ist es hier. Da kann doch gar keine gemütliche Stimmung aufkommen. Stimmt. Lassen wir einheizen.
Man soll sofort die Fenster waschen und Feuer machen. Jawohl, Majestät. Aber sofort dürfte das kaum möglich sein. Sind Sie verrückt? Ein Lakai soll sofort die Fenster putzen. Die Königin befiehlt es. Jawohl, Euer Lordschaft, aber das geht nicht. Die Lakaien unterstehen dem königlichen Stallmeister. Sie dürfen die Fenster nicht berühren. Und wer hat die Öfen unter sich? Der Lord Tafelmeister richtet das Holz her. Der Lord Kämmerer zündet es an. Vor September ist jedoch überhaupt kein Brennholz im Schloss. Dann haben Sie vielleicht die Freundlichkeit festzustellen, wie man die Wünsche Ihrer Majestät tunlichst erfüllen könnte. Ich werde mich informieren. Da sehen Sie, wie mächtig ich bin. Nicht einmal Fenster kann ich putzen lassen, ohne eine Parlamentssitzung einzuberufen. Man müsste tatsächlich die Organisation des königlichen Haushalts einer Verbesserung unterziehen. Einheizen könnte ich ja im schlimmsten Fall selbst. Das habe ich nämlich inzwischen gelernt. Nun? Die inneren Fenster unterstehen dem Departement des Obersthofmeisters. Die äußeren Fenster? Wahrscheinlich dem Ministerium des Äußeren. Nein, der königlichen Park- und Forstverwaltung. Das ist zum Verrücktwerden. Ich danke Ihnen, George. Ich fürchte, Eure Majestät werden sich bei ungewaschenen Fenstern verloben müssen. Ich glaube, wir kennen uns bereits. Hoheit, wenn ich eine Ahnung gehabt hätte. Lieber Freund, wenn ich erst eine Ahnung gehabt hätte. Ihre Majestät lassen bitten. Seine Hoheit, Prinz Albert von Sachsen-Coburg. Nein, ich bin ausgefahren. Kreuz und quer durch London. Schöne Stadt. Sehr schöne Stadt. Herrliche Stadt. Könnten Sie sich vorstellen, in London zu leben? Oh ja, sogar sehr gut. Die Engländer sind besonders nette Menschen. Nicht wahr? Ich glaube, Sie sind mir auch sehr zugetan. Und das würden Sie, wenn ich einmal heiraten sollte, auch auf meinen Mann übertragen. Auch wenn er kein Engländer wäre. Vielleicht. Hoffentlich. Nein, nicht vielleicht hoffentlich, sondern bestimmt. Es ist so eine Unordnung hier. Sie dürfen sich gar nicht umsehen. Das ist nämlich ein sehr altes Schloss. Das Schloss ist prachtvoll. Ja, nur ein bisschen reformbedürftig. Überhaupt alles ist heutzutage reformbedürftig. Die Zustände, die Gesetze, die Fenster, alles. Aber ich kann noch nicht alles allein machen. Eine starke Hand gehört zu mir. Ich meine ins Haus. Eine an deutsche Ordnung gewöhnte, starke Hand. Zum Beispiel heute. Der Königin ist kalt, nicht wahr? Der Kamin ist auch kalt. Vor September ist kein Brennholz im Schloss. Ach, ich soll schon wieder einheizen. Nein. Ich meine, was würden Sie zum Beispiel machen, wenn Sie kein Brennholz hätten? Ich? Ich würde klingeln. Versuchen Sie mal. Da. Sie bemühen sich ganz vergebens. Ihre Majestät befehlen? Ihre Majestät wünschen, dass sofort eingeheizt wird. Ich habe bereits dreimal ausführlich berichtet, dass vor September... Hinaus! Wenn in einer Viertelstunde kein Feuer im Ofen ist, so wird ein Donnerwetter über euch ergehen, dass dieses alte Schloss erzittert. Sie sind ein Mann. Wenn es das zeremoniell gestatten würde, dann... Was dann? Aber Majestät müssen doch zuerst reden. Ich rede doch schon die ganze Zeit für die Katze und den Brei. Albert, ich liebe dich. Willst du meine Frau? Ich bin schon ganz verwirrt. Willst du mein Mann werden? Sind wir nun verlobt? Ja. So küss mich doch schon endlich.